Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Bauernhof. Heute am Freitag, das ist die Freitagsfolge. Und wie ihr seht und auch hört, also sehen werdet ihr mich nicht, weil ich die Webcam mal wieder ausgelassen habe. Aber wie ihr wahrscheinlich hört, bin ich immer noch ein bisschen verschnoddert, ein bisschen verschnupft. Aber es geht schon wieder alles. Das ist halt nur, ich klinge halt nochmal so ein bisschen und doof, noch nicht so hundertprozentig, wie ich eigentlich klingen sollte, aber es ist alles schon wieder in Ordnung. Und recht herzlichen Dank für die ganzen Genesungswünsche, die reingekommen sind. Sehr, sehr nett von euch. Und wo wir gerade bei euch sind, wartet mal, ich muss mir hier nochmal kurz das anschalten, da was starten und so weiter. Wollen wir natürlich auch gleich erstmal die Grüße durchgehen, die so die ganzen Tage reingekommen sind oder die unter der letzten Folge reingekommen sind, sagen wir es mal lieber so. Und oder die grüßen, die unter der letzten Folge kommentiert haben. So, jetzt habe ich es richtig. Und zwar haben wir da den René, den Nispeter, den Music Remix Pure, Leoncraft, Max, Angela, Philipp, Thomas, Kai, Lara, hallo Lara, Marek, Finn, Markus, TTVLS, Marcel, Stahlhase, Herbie, Sascha und Gaming HD. Grüße gehen raus. Und natürlich recht herzlichen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Sie haben auf jeden Fall was gebracht. So, was wollen wir heute machen? Was will ich mir heute mal angucken? Es wurde sich ja gewünscht, dass ich mehr im Baumhaus mache. Und ich habe mir überlegt, was könnten wir hier aus dem Baumhaus machen? Das Baumhaus wäre eigentlich, glaube ich, ein idealer Ort, um die ganze Verzauberungsgeschichte hier reinzubringen. Sprich, die Regale hier reinzustellen und hier den Ort zum Verzaubern reinzumachen. Ich glaube sogar, ich sehe gerade, hier ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ecke, wo wir Dings reinstellen könnten. Pass mal auf, wir nehmen mal das Ding hier weg. Ich nehme mal das weg, das weg, das weg. Die Fackel kommt auch weg. Und dann machen wir das nämlich folgendermaßen. Können wir die Fackel nochmal irgendwie wieder aufstellen? Nicht, dass wir hier im Monster-Spawn oder so uns reingebaut haben. Ich glaube, hier drüben noch eine Fackel hin. Dann haben wir das nämlich auch. Die Crafting Station oder Crafting Table kann ich mal hier vorne hinstellen. Und ich habe hier natürlich keine Bretter, ne? Pass mal auf, das können wir aber anders machen. Ich werde mal jetzt die Bücher... Ah, ich habe gar nicht so viele Bücherregale, ne? Müssen wir mal gucken, ob ich noch ein paar Bücherregale habe. Und dann gucken wir mal, was wir da basteln können. Dass wir uns da so eine kleine Ecke bauen, wo wir unseren Zaubertisch hinstellen können. Und wo wir einen Zaubertisch hinstellen. Und vielleicht machen wir da oben dann auch, wenn ich dann irgendwann mal eine Brauerei habe, die Brauereistation rein. Das wäre so dann die Idee für das Baumhaus, was da dann reingehen könnte, was wir da so reinmachen könnten. Aber pass mal auf, wir bauen das Ding mal hier ab. Wenn ich Bücherregale abbaue, dann gehen die kaputt, ne? Das dauert mir viel zu lange. So, das war besser. Wenn ich die abbaue, dann gehen die kaputt, dann kommen da nur Bücher raus, ne? Genau, das habe ich mir schon gedacht. Und wie kann ich jetzt nochmal daraus wieder Bücherregale craften. Ich glaube, mir fehlt natürlich jetzt hier der schöne Mod mit den Not Enough Items und so weiter. Aber wir können ja auch schnell Impedia gucken. Beziehungsweise ich könnte ja auch mal in meinem schlauen Buch gucken, was ich ja habe. Aber das ist, glaube ich, nicht so schnell. Bücher nicht so schnell, wie wenn ich das hier eintippe. Und es dann mal kurz rausfinde. Ah, okay. So werden Bücherregale gemacht. Und Bücher werden mit Leder und Papier. Immer mit Leder und Papier. Okay. Habe ich noch so viel Leder? Da ist verrottetes Fleisch. Da auch nicht. Habe ich überhaupt noch Leder? Habe ich überhaupt jemals Leder besessen? Hier ist noch ein Buch. Muss mal gucken, wie viel Regale ich dadurch überhaupt gebaut bekomme. Weil momentan sieht das tatsächlich so aus, als ob das gar nicht so viel werden, ne? Ich nehme mal ein bisschen dunkles Holz, weil ich da Bock drauf habe. Vielleicht hat das aber auch gar keine Auswirkung auf das, was ich hier gerade mache. Wir kriegen 5 Regale insgesamt gebaut. Ne, es hat gar keine Auswirkung, ob jetzt dunkles Holz oder helles Holz. Aber okay, das nehmen wir jetzt erstmal. Da haben wir nämlich schon mal den ersten Schwung. Habe ich kein Leder nirgendwo, nicht dich. Muss ich echt Kühe töten gehen, damit ich Leder gewinnen kann? Ist das wo? Ist es so? Oder kann ich irgendwie... Ja, anscheinend, ne? Ich glaube, Leder ist auch tatsächlich nur ein Drop, ne? Was sehe ich da? Leder kann aus Kaninchenfell kann Leder gemacht werden, okay. Aber ja, es ist ein Drop. Ja, es ist ein Drop, okay.
Gut, dann, oder durchs Angeln. Und durchs Angeln kann man auch Leder kriegen. Denn lasst uns doch mal schauen. Habe ich ein Schwert dabei? Ja, habe ich. Dann lasst uns mal ein paar Kühe töten. Was? Sollen wir Kühe töten? Ja, wir müssen mal ein paar Kühe schlachten. Wir brauchen Leder. Guten Tag, liebe Kühe. Es sind aber auch genügend da. Was? Du brauchst 2 Hits? Das ist doch nicht dein Ernst. Ist ein Stück Leder dabei raus? Nee. War da ein Stück Leder? Oh ja, da war Leder. Können wir schon mal wieder ein neues Buch machen. Yes, nochmal Leder. Ich versuche sie auch so ein bisschen abzugrenzen von den anderen. Nicht, dass sie in die Menge wieder zurücklaufen. Beziehungsweise, ey. Beziehungsweise, oh, das war zu doll. Da habe ich jetzt zu viele erwischt, die nichts damit zu tun hatten. Ah, jetzt habe ich das Vieh aufgeschreckt. Aber du warst das, ne? Ja. Jetzt habe ich das Vieh aufgeschreckt und nicht umgelegt. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich zu viele kill. Oh, zack, du bist auch weg. Wir brauchen mal ein bisschen Verzauberung, glaube ich, auf der Klinge. Damit ich hier ein bisschen schärfer vorgehen kann. Ich hätte gerne 12 Leder, weil dann kann ich nämlich 12 Bücher machen. Und aus 12 Büchern kann ich wieder. War ich beide erwischt? Nee. Ah, einer ist geflohen. Komm her. Du warst das, ne? Ja, ist klar. Und aus 12 Leder kann ich 4 Regale machen. Ja, und dann habe ich wieder 4 Regale, ne? Komm her. Scheiße. Du bist. Ich mag es nicht, wenn die angeschlagen sind und dann weglaufen. So, haben wir 12. Alles klar. Dann können wir uns noch ein paar Bücher jetzt bauen. Ich bringe mir auch gleich nochmal. Obwohl, nee, Dings müssten wir im Haus haben, ne? Zuckerrohr müssten wir genug im Haus haben, dass wir uns Papier herstellen können. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Pass mal auf. Zack, zack, auf. Zu, genau. Ah, ich habe ja mein Schwert schon verzaubert, ne? Ach, guck mal, wie viel Zuckerrohr ich hier habe, ey. Ich habe ja mein Schwert schon verzaubert. Das ist ja krass. Das ist ja voll entverzaubert schon. So, Paper. Und dann war das so gewesen. Und da kommen jetzt die hier rein. Jetzt haben wir 12 Bücher, genau. Dann kommt das Paper mal wieder raus. Das kommt dahin. Und jetzt kriegen wir nämlich nochmal 4 Regale mehr. Und jetzt haben wir wenigstens 9. Das ist schon mal ein bisschen was, ne? Das kann man wieder rüberlegen. Wobei, ich nehme ein bisschen Oak mit. Das könnten wir, glaube ich, drüben noch gebrauchen, um so ein bisschen das vielleicht zu gestalten. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich schlafe jetzt erstmal. Und dann gucken wir uns gleich mal drüben an, wie wir da drüben diese Ecke aufbauen. Diese Verzauberungsecke. Ich will die halt auch nicht so bauen, dass die irgendwo vor dem Fenster steht, sondern die soll schon irgendwie so stehen, dass die, ja, das soll halt schon so ein bisschen gut aussehen, ne? So halbwegs wenigstens. Also das, was so in meinen Möglichkeiten ist. Oh, guck mal, ein Zombie. Willst du aufs Maul? Komm her. Brauchst nicht in die Sonne gehen. Kriegst auch so von mir einen eingecheckt. Ach ja, ich bin ja so mittlerweile. Ich habe ein bisschen Beyond gespielt die Tage. Zur Genesung quasi. Und da werden wir vielleicht ab. Das ist ja die Freitagsfolge, ne? Stimmt, die kommt am Freitag raus. Das heißt, wir werden vielleicht heute Abend im Stream ein bisschen Beyond spielen. Ja, also, wenn ihr Bock habt, schaut hier mal rein und dann haben wir vielleicht Beyond am Stizzle. Pass mal auf, will ich das so haben oder will ich das so haben? Ich glaube, ich will das so haben, ne? Und dann will ich das so haben. Dann haben wir nämlich hier, stellen wir hier vorne den Zaubertable rein. Da. Jetzt habe ich noch ein Regal über, ne? Das sieht jetzt natürlich noch nicht so toll aus. Also, ne, schlagt mich nicht. Das sieht natürlich noch nicht so toll aus, das weiß ich. So, wir nehmen hier aber ein bisschen den Baum weg. Und dann setzen wir schon mal das Regal damit rein. Ja, dann schweben davon schon mal die ganzen Buchstaben rüber. Das ist schon mal gut. Und ich hätte halt gerne. Was kann ich denn jetzt überhaupt verzaubern? Kann ich hier was reinlegen? Guck mal, ich habe 18 jetzt. Okay, es fehlt noch ein bisschen was, dass wir auf die 30 kommen. Dafür müssen wir halt noch ein paar Bücher machen und noch so ein paar Tierchen töten und so weiter und so fort. Guck mal, den Crafting Table, obwohl ich den gerade eben erst dahingestellt habe. Und auch die Kisten nehmen wir mal weg hier. Das sammeln wir alles mal ein. Das heißt, wir kommen von hier in die Bibliothek rein. So ist der Plan. Die Kiste stellen wir jetzt hier wieder hin. Da packe ich mal das ganze Gerümpel rein, was ich irgendwie gerade eben aufgesammelt habe. Hoffe ich zumindest, dass es das war. Ich weiß es natürlich nicht. Nicht hundertprozentig. Okay, das war's. Mehr liegt da nicht rum. Das rüber, da war noch eine Tür mit bei, ne? Alles klar, das kommt dahin. Und den Crafting Table, den stellen wir mal, da vorne steht schon einer, den stellen wir nach draußen. Dann haben wir draußen auch noch einen Crafting Table. Und zwar stellen wir den hier hin. Zack, hier bei den Hühnern. Haben wir eigentlich Zugang zu den Hühnern? Ja, haben wir. Sehr cool. Das ist halt cool, ne? Dass das jetzt hier oben eine Graswiese geworden ist. Das finde ich echt nice. Hallo, ne?
Voll die Baumhaus-Folge. Ich weiß, ich kann doch zu den Villagern gehen und bei denen die Bücher abreißen. Aber das will ich irgendwie nicht. Also, ich möchte denen irgendwie nicht die Bücher klauen. Versteht ihr das? Irgendwie will ich denen nicht die Bücher klauen. Aus irgendeinem Grund. Also, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das nicht. Also, ich will es irgendwie nicht. Da keine Lust drauf. Also, nee, was heißt kein. Ah, das ist zu eng, ne? Ah, das Blöde ist, ich kann jetzt die Dinge auch nicht mehr abreißen. Die Bücherregale, wenn ich die jetzt wieder abreiße, dann fliegen die ja, sind die ja gleich kaputt. So, ich will das hier aber noch machen. Pass mal auf, dann geben wir hier noch einen drauf. Das soll so bleiben. Ich möchte nämlich Folgendes machen. Hier kommen auch Bücherregale rein. Hier kommt noch einer hoch. Genau, und dann machen wir nämlich Folgendes. Pass mal auf, dann kommen nämlich hier Fackeln ran. Dann haben wir nämlich hier Licht. Oh, habe ich hier noch einen? Ja. Da, ne? Ja, genau. Dann kommen hier nämlich Fackeln ran, dann haben wir hier Licht. In der Leseecke quasi. Und auch so drumherum. So, das kommt weg. Da kommt auch so einer hin. Da kommen auch Fackeln ran. Genau. Hier zwischen kommen jetzt auch nochmal Bücherregale. Also brauche ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Bücherregale brauche ich noch. Das Stück Holz hier kommt auch raus. Da kommt nämlich auch ein Bücherregal hin. Beziehungsweise hier kommen noch mehr. Ich habe 7, 9, 9 Stück brauche ich. Hier kommt das alles voll. 9 Bücherregale. Und hier zwischen kommt Glas. Dazwischen will ich Glas haben, dass man halt, wenn man hier drinnen steht und am Zaubern ist, am Hexen und sonst irgendwas und Blitze und Donner und so weiter, dass man trotzdem noch rausgucken kann. Wisst ihr? So stelle ich mir es gerade vor. Es wird bestimmt total awesome. Glaube ich. Was ist eigentlich. Achso, hier ist der Eingang, ne? Okay, ne, da brauchen wir. Das können wir dann nicht wegreißen. Ich dachte gerade, wir könnten das schön wegreißen, aber das ist keine gute Idee. Was können wir jetzt noch machen? Ich bräuchte halt noch ein paar Bücher mehr, ne? Aber damit wir dann. Ich weiß, was wir machen. Wir haben jetzt ja gerade ein paar Kühe gekillt. Jetzt machen wir das Gegenteil davon. Wir werden sie wieder vermehren. Und dann können wir morgen wieder Kühe killen. Und dann haben wir genug Zeug zusammen für neue Bücher. Was hatte ich gesagt? 9, ne? Das heißt, wir brauchen 27 Leder, oder? Weil ich brauche ja 27 Bücher dann. Wenn ich mich jetzt. Ja, genau. Ja. 27 brauchen wir da. Das ist ganz schön viel. Aber müssen wir mal gucken. Oh, ich habe noch Fleisch in der Tasche. Das müssen wir natürlich in die Kühlkammer bringen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Weil ansonsten haben wir Gammelfleisch, ne? Gammelfleischskandal hier. Ich muss mir nochmal ein Dings ausdenken. Eine andere Möglichkeit, wie ich schneller zur Kühlkammer runterkomme. Das ist halt doch ein extrem langer Weg hier. Oder? Wisst ihr, was wir machen könnten? Wir könnten eine Bahn machen. Alter, das für den Eisenbahn, ne, das nimmt Überhand, Tizi, tatsächlich. Das nimmt Überhand. Aber wir könnten hier eine Bahn bauen, die hier runterfährt und hier vor irgendwie das ablegt oder so. Oder irgendwie in eine Kiste packt. Oder in die Kühlkammer bringt. Und das ist dann halt die Ankunftskiste sozusagen. Beziehungsweise Hopper würden das dann da wahrscheinlich reinlegen in die Ankunftskiste. Und dann gehe ich irgendwann mal runter und sortiere da unten die Ankunftskiste. Das wäre cool. Und dann würde ich das einfach hier oben nur reinschmeißen. Und dann wird das ein. Ich glaube, ein Stack reicht nicht, oder? Ich glaube, wir nehmen da mal zwei Stacks mit. Oh, das wäre richtig nice. Das wäre, glaube ich, richtig nice. Das wäre cool. So, ich habe noch mal eine Anmerkung, auch wenn das jetzt kurz vor Ende ist und wahrscheinlich nur die Hälfte von euch das sehen wird. Aber ich habe diese Woche jemanden vom Channel gebannt. Weil mal wieder was passiert ist. Und zwar toleriere ich das überhaupt nicht, wenn in den Kommentaren in irgendeiner Art und Weise Beef angefangen wird. Ne? Beef in dem Sinne, von wegen, dass irgendjemand, weil er irgendwas geschrieben hat, von irgendjemand anderen ja, kritisiert wird, auf eine Art und Weise kritisiert wird, die daraus schlussfolgern könnte, dass der das kritisiert hat, irgendwie halt Streit, Beef oder Hate anfangen möchte. Und sowas toleriere ich überhaupt nicht. Das heißt, passt ein bisschen auf, was ihr schreibt in den Kommentaren. Wenn ich irgendwie mitkriege, dass da irgendjemand ja halt Beef anfangen möchte oder sich zoffen möchte oder sonst irgendwas, dann wird der sofort gebannt. Ne? Also da kenne ich gar nichts. Auch wenn das jemand ist, der schon etwas länger hier auf dem Kanal ist und auch schon häufiger geschrieben hat oder. Das ist mir dann ziemlich egal, muss man ganz ehrlich sagen. Diejenigen werden dann dementsprechend, ja, werden halt gebannt, weil das toleriere ich einfach nicht. Ne? Wenn irgendjemand was geschrieben hat und er sich dabei verschrieben hat oder vielleicht einen falschen Satzbau oder,
dann nehmt das einfach so hin und fangt nicht an, die Oberlehrer zu sein. Nehmt es einfach so hin, lasst es gut sein und gut ist. Ne? Ich mache es auch nicht so, dass ich jetzt jeden immer darüber belehre, dass irgendwie was verkehrt geschrieben ist. Und ich bin eh der Letzte, der das machen kann, weil ich mich selber auch gerne mal verschreibe oder sonst irgendwas nicht richtig formuliere. Und deswegen macht es nicht. Weil wenn ich es mitkriege, dann ist der Ofen aus für euch. Na, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, das war's jetzt. Ne? Es hat ganz schön geknallt hier gerade eben. Einerseits natürlich von meiner Seite, andererseits natürlich auch hier von den Tieren. Das hat, glaube ich, gut was gebracht. Wen kann ich denn noch mit Getreide glücklich machen? Die Schafe, ne? Dann werden wir nochmal... Ne, wir werden, glaube ich, nicht mehr. Ich gehe jetzt noch rein, bringe mein Getreide wieder weg, was ich da in der Tasche habe. Und dann werden wir mal gucken, dass wir morgen vielleicht nochmal oder übermorgen nochmal ein paar Schafe, Kühe killen. Und dann halt, oder schlachten, ne? Es ist ja Schlachten und kein Killen, was wir hier machen. Wir spielen ja keine Killerspiele. Ein paar Kühe noch schlachten. Und, achso, ich habe noch Dings in der Tasche, ne? Und dann gucken wir mal, dass wir da oben das Zimmer weiter eingerichtet kriegen. Ich muss natürlich auch für dieses Zauber, Endzauber etc. Zimmer und auch Brauereizimmer, muss ich auch nochmal in den Nether oder Nether. Weil ich diese Dings brauche, ne? Ich brauche ja diese. Wie heißen diese goldenen Stangen für das Braugestänge? Ich weiß es nicht, ihr wisst es bestimmt. Ich komme gerade nicht da drauf, ich hätte gar nichts umbauen müssen, ne? Na egal. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Oh ja, Sharpness, 3. Was habe ich jetzt hier drauf? Sweeping Eye, okay. Bringt das was? Warte mal, das muss ich mal ganz kurz ausprobieren. Wo ist der Anvil? Steht der hier irgendwo? Warte mal, habe ich den oben hingestellt, den Anvil? Ich habe doch ein bisschen verzaubert, oder? Nee, da steht er auch nicht. Ist der kaputt gegangen? Nee, ne? Der ist doch nicht kaputt gegangen, der Anvil, oder? Das könnte auch ins Baumhaus, ne? Pass mal auf, dann machen wir Folgendes noch. Ganz kurz, auch wenn ich jetzt schon drüber bin. Aber dann machen wir Folgendes, dann schaue ich... Nee, das machen wir morgen. Das machen wir definitiv morgen. Ich gucke mir das morgen an mit dem Anvil und gucke mir das mal an mit diesem Buch, was es bringt. Vielleicht bringt das ja mehr auf mein Schwert als das, was ich jetzt habe. Oder vielleicht bringt das auch was auf die Axt oder. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen uns mal. Ich bedanke mich bei euch. Auf jeden Fall ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für das ganze Feedback und für die Kommentare. Passt bitte auf in den Kommentaren, was ihr schreibt. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, wie gesagt, dass das irgendwie in eine Richtung geht, in die es hier nicht gehen soll, entferne ich euch, beziehungsweise die es geschrieben haben. Na, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass irgendeiner von euch irgendjemand anderen hier in den Kommentaren kritisiert. Na, das geht gar nicht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.